Liebe Gaming-Freunde und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Wildlife Park Online. Ja. Ich muss mir angewöhnen, das Spiel zu speichern. Wenn ich noch am Aufnehmen bin. Ganz einfach aus dem Grund. Ich gehe jetzt mal hier rüber. Weg weg. Baby ist weg. Waschbär, die sind alle jetzt hier so trächtig. Mir ist das Spiel, nämlich nachdem ich das gespeichert hatte, haben, gehabt, hätte, wollten, täten, tuten, täten, taten. Wieder tolles Deutsch drauf heute. Ist mir das Spiel wieder komplett abgeschmiert. Das heißt, ich muss mir jetzt angewöhnen, während ich aufzunehmen, noch zu speichern, damit mir das Spiel ruhig abschmieren kann. Ich habe aber dann trotzdem gespeichert. Ich habe jetzt keine Ahnung mehr, wie ich hier... Ja, da können wir das so lassen. Nein. So. Dann hier oben lang. Dann hier lang. Hier dran vorbei. Dann hier wieder hoch. Einfach mal da bei den Typen rum. Bis hierhin zu Stonehenge. Theoretisch, wenn ich das jetzt hier mal so rumdrehe und das mal kurz anhalte, dann kann man doch das hier alles mal so ein bisschen wegmachen und einen neuen Zaun einfach dahin stellen, einen durchsichtigen Zaun. Zum Beispiel hier einmal die Plexiglasscheibe, damit man da auch durchgucken kann. Was denn? Ja, das mit dem Wetter kann ich dir jetzt nicht helfen, Opa 77. Großer Tümmler 2 hat Trainingsstufe 2 erreicht. Hier hatte ich das ja gelöst mit so einem Unterwassertunnel. Okay. Da hat der Weg geendet. Da wird er aber auch weitergehen. Ich muss das hier nämlich gerade mal so eben so ein bisschen fixen, während ich hier so weiterspiele. Erstmal darum. Obwohl ich es eigentlich für sehr sinnfrei halte, die Leute so nah am Haibecken langlaufen zu lassen, aber gut. Dann gehen wir einmal hier rüber. Hier noch ein bisschen am Wal- und Delfinbecken vorbei. Da
Dann hier an die Dings vorbei. Hier auch noch mal so ein bisschen Freiraum lassen. Nein, du kommst weg. Was ich auch noch machen wollte, ist einmal das hier noch verkaufen, damit ich okay. Draußen schreien gerade extrem irgendwelche kleinen Kinder rum. Ja, dann wollte ich wieder ein Gewächshaus da so hinstellen. So. Da war ja was. Ich muss jetzt ernsthaft. Ich muss ernsthaft jetzt beide Tasten festhalten, damit. Ist ja krass. Unser weißer Hai ist trächtig. Ja, das kann sich hier noch um Jahre dauern. Ich mache halt einfach immer wieder die vorgegebene Sache einfach an, weil das dauert mir jetzt hier einfach viel zu lange, das da so einzustellen, wie ich das haben möchte. Der Seeteufel hat Junge bekommen. Seeteufel 12. Seeteufel 13. Und das war's dann auch. Der Feldhase hat einmal Babys bekommen. Pelikan 17 und 16 wurden, 17 und 18 wurden als Eigelager gelegt. Dann haben wir hier nochmal die Galapagos-Riesenschildkröten. Okay. die ausgeschlüpft sind. Ja, und das war es dann hoffentlich auch an. Jetzt muss ich wieder hier hin. Da sind wir jetzt wieder bei den Tyrannosauriern. Damit wir auch da hinten zu den Polarfüchsen einmal kommen. Und dann geht es einmal hier geradeaus weiter. Da lang. Da. Tada, Weg fertig. Ja, einmal die Lederschildkröten. Dann
Machen wir jetzt ein bisschen weiter. Indem ich jetzt. Was hast du hier für ein Problem? Alter. Ja, das ist dein Problem jetzt gerade, ehrlich gesagt, weil ich da keinen Bock drauf. Ehrlich gesagt, wenn ich mir jetzt mal so überlege, wenn ich in den Zoo gehe, ich achte gar nicht so auf die Pflanzen. Die Pflanzen sind mir eigentlich relativ egal. Ich möchte jetzt gerne erstmal an jedem Tiergehege hier solche Beobachtungsbrillen aufstellen. Hier noch so hin. Die Hühner haben jetzt auch wieder Babys bekommen. Die tun wir jetzt auch erstmal weg. So. Ich würde die Folge jetzt hier aber auch schon wieder ein bisschen kürzer halten, weil ich jetzt erstmal, bevor ich jetzt aufhöre hier zu. Nein. Falsche. Jetzt macht er das auch schon während der Aufnahme. Das finde ich kacke. Wenn ich nämlich bestimmt jetzt wieder auf Park speichern gehe.